Hey, brauchst du noch lange für die Soße? Ja, nur mit der Ruhe. So viel habe ich nicht mehr kochen müssen, seit ich damals bei El Capones Hochzeit ausgeholfen habe. Nein, seit der Feldman-Hochzeit gestern. Gut, wie kann ich dir helfen? Ganz einfach. Steck deine Hand in das Huhn und nimm die Innereien raus. Mann, du hast sie nicht alle. Das ist mein voller Ernst. Na los nun, mach schon. Niemals stecke ich meine Hand da rein. Roland, du warst es doch, der mir seine Hilfe angeboten hat, oder? Wovor hast du Angst? Vor allem, was da drin ist. Hör zu, es gibt drei Dinge, die ich nie tue. Nummer eins, ich zerquetsch kein Ungeziefer. Nummer zwei, ich gebe keine Antwort auf der Toilette, wenn Kerle fragen, hey, ist das da normal für Sie? Und Nummer drei, ich stecke nie meine Hand in tote Hühner. Wie vernichtest du Ungeziefer? Gar nicht, ich verscheuche es. Du verscheuchst die Biester? Ich hab auch gerade eins verscheucht. Hab ich richtig verstanden? Also, wenn du eine Spinne siehst, killst du sie nicht und wirfst sie ins Klo? Oh Mann, du bist verrückt. Ich bin verrückt? Klar. Wirklich? Ja. Na gut. Sagen wir, du zerquetschst eine Spinne und spülst sie die Toilette runter. Aber wenn sie nur nicht ganz zerquetscht ist? Du machst die Augen zu, wenn du das Biest wegspülst und das Tierchen versteckt sich unter der Brille. Kann doch sein. Da kuriert es seine schweren Verletzungen erstmal aus. Doch eines Nachts, wenn es dunkel ist und sie sich stark fühlt, setzt du dich hin. Und wo du besonders verwundbar bist, schlägt sie zu. Und dann bist du derjenige, der auf der Toilette Kerle fragt, hey, ist das da normal für sie? Rezeption? Ah ja, Mr. Burroughs. Ja, mir ist bekannt, dass zu dieser Bestellung 8 Hähnchenbrüste gehören und es tut mir sehr leid, dass es nur 7 sind. Du meine Güte, seit eurer Ankunft könnt ihr Rechtsanwälte nur mit irgendwelchen Klagen drohen. Nein, 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 es wird mir ein besonderes Vergnügen sein, Ihnen eine Brust zu servieren. Bitte sehr. Oliver, bring noch eine Hähnchenbrust auf 215. Mach ich. Ich hoffe, dass hier nie wieder eine Tagung von Anwälten für Schadenersatz stattfindet. Die machen mich ja wahnsinnig. Gott sei Dank sind Sie am 6. wieder weg. Sie fahren doch erst am 9. Nein, am 6. Ich habe es auf dem Kalender Landschaften von St. Olaf notiert. Ist das Foto mit den flussabwärts schwimmenden Lachsen nicht hübsch? Rose, Lachse schwimmen aber flussaufwärts. Oh mein Gott, dann fahren Sie wirklich erst am 9. ab. Ich hatte keine Ahnung, wie scharf die Fische so rum aussehen. Wir bekommen Probleme. Ich habe für eine Gruppe von Richtern aus Jacksonville Zimmer reserviert. Sie kommen am 8. an. Oh, wir sind völlig ausgebucht, Schätzchen. Selbst Chewie jammert rum, er braucht mehr Hilfskräfte in der Küche. Also für diese Richter habe ich kein Zimmer mehr frei. Es ist nur für eine Nacht, da müssen wir einen Ausweg finden. Los, wir können keinen Gast mehr unterbringen. Alle Zimmer sind belegt. Guten Tag, ich habe gehört, Sie suchen eine Küchenhilfskraft. Hier ist meine Empfehlung schreiben. Ich bin Koch vom Beruf. Aha. Oh, ein wirklich erstklassiges Zeugnis. Gehen Sie am besten da entlang zur Küche und sagen Sie, Chewie, Blanche hat entschieden, Sie sollen gleich anfangen. Ja. Wenn man den Kalender aus St. Olaf so herumhält, ist es eine Herde von lebendigen Kühen. Blanche hat gesagt, ich soll hier sofort arbeiten. Willkommen an Bord. Steck die Hand in das Huhn. Verschwinde hier, Mann. Verschwinde, bevor ich dir die Ohren abschneide. Kennt ihr beide euch etwa? Ja, ich habe ihn mit meiner Frau im Bett erwischt. Bist du sicher, dass es die Ohren sind, die du abschneiden willst? Mach, dass du rauskommst. Ich wollte nur... Du sollst verschwinden. Hey, Chewie. Halt du dich da raus, okay? Jetzt komm, Mann. Was glaubst du, warum ich hier bin? Ich wollte mit dir reden. Gut, reden wir miteinander, Mann. Was hast du getrieben, seit ich dich mit meiner Frau unter meiner Schmusedecke erwischt habe? Unter meiner Bettdecke, wollte ich sagen. Schmuse heißt auf Spanisch Bett. Also, Zieleine, du arbeitest nicht in meiner Küche, Mann.
Ein Moment, tut mir leid, aber die Lady hat mir den Job gegeben. Nur weil du mich nicht magst, kannst du mich nicht rausschmeißen. Oh doch, das kann ich. Kannst du nicht. Ich habe alles genau durchdacht, bevor ich herkam. Und wenn du mich rausschmeißt, nennt man das einen Mitarbeiter grundlos entlassen und sowas geht nicht mehr. Und willst du mich jetzt verklagen? Hä? Wo willst du einen Anwalt finden, der so einen Fall vertritt? Hier! Du meine Güte! Was ist los? Hier, von der Versicherungsgesellschaft. Sie haben den Scheck, den ich geschickt habe, und die Versicherungspolice storniert. Sie haben also die Haftpflichtversicherung gekündigt. Warum sollten Sie sowas tun? Hast du vergessen, wie Rose den Pool abgedeckt hat, bevor alle raus waren? Na und? Einer von den Betroffenen hat offenbar noch Albträume. Die Versicherungsgesellschaft hat sich mit dem Mann geeinigt, jetzt verlängert sie unseren Vertrag nicht. Ich bin der Meinung, dass wir den Mann verklagen sollten. Immerhin mussten wir den Pool neu streichen lassen, um die Kratzspuren zu beseitigen. Gut, Blanche, ich bin der Meinung, wir müssen vorsichtig sein. Verlieren wir, ohne versichert zu sein, einen Prozess, sind wir alles los. Also gehen wir, komm. Ich hoffe, du hast die Richter angerufen und ihnen gesagt, dass wir keine Zimmer mehr haben. Ich weiß jetzt, wie wir die Anwälte und Richter unterbringen können, ohne dass es dabei Schwierigkeiten gibt. Wie willst du das machen? Der Vorschlag ist nicht von mir. Es ist ein Plan, der noch aus der Zeit in St. Olaf stammt. Dabei handelt es sich um den großen Affenprozess aus dem Jahr 45. Der große Affenprozess. Das war ein Ding. Und es war gut, dass die geschworenen Artgenossen von ihm waren, sonst hätten sie womöglich den falschen Affen verurteilt. Dieser Prozess verursachte eine unglaubliche Aufregung in St. Olaf. Irgendwie war es Mrs. Ingovas Affen gelungen, in den Besitz einer Schreibmaschine zu kommen. Jedenfalls hatte er Glück und tippte auf irgendeine Art ein Selbsthilfebuch mit dem Titel »So heilt man den Affen in sich«. Alle wollten natürlich teilnehmen an dem Prozess. Es waren aber zu wenig Stühle da, darum saßen zwei auf einem Platz. Dann verlasen die Geschworenen das Urteil. Was ist mit dem Affen passiert? Au! Er wurde für schuldig erklärt, weil er zu intelligent war. Zur Strafe hat man ihn kahl geschoren. Das hatte auch was Gutes, weil Mrs. Ingova dadurch ein Vermögen verdiente. Sie gab ihn auf allen Volksfesten als Mann vom Mars aus. Was ist bei der Geschichte der springende Punkt? Naja, die Pointe ist, hast du mal leere Kassen, musst du den Affen scheren lassen. Kannst du sagen, wie uns das helfen soll? Ich merke, dass du mir nicht richtig zugehört hast, stimmt's? Blanche, wir belegen die Zimmer doppelt. Du, Sophia und ich teilen uns ein Zimmer. Und wenn Roland, Chewie und Oliver sich ein Zimmer teilen, ja, müssen wir nur noch einen Anwalt und einen Richter in einem Zimmer unterbringen. Ja! Hey, Blanche, warte mal. Ich will nicht, dass so viele Gäste kommen, wenn wir nicht mehr versichert sind. Endlich können wir mal Kasse machen. Wir sind völlig ausgebucht. Ich finde, das ist das Risiko wert. Und meinst du nicht, so eine Entscheidung betrifft alle Partner? Oh, Schätzchen, ich wüsste gar nicht, wo ich die jetzt alle aufspüren sollte. Oh. Du meinst meine Hotelpartner? Mhm. Das macht nichts. Hier bestimme ich. Hey, Jungs, könnt ihr euch mit dem Mittagessen etwas beeilen? Er spricht nicht mit mir. Sprichst du mit einem Mann, der mit deiner Frau im Bett war? Chewie, das Essen muss serviert werden. Was der Mann im Bett treibt, ist mir egal, wenn er sich hinterher die Hände wäscht. Dann frag ich dich. Du erwischst deinen besten Freund, jemand, den du von klein auf kennst. Mit deiner Frau im Bett, wärst du da nicht wütend? Oh, ich würde sagen, es kommt auf die Umstände an. Möglicherweise war sie mit dem Mann bloß tanzen. Oder vielleicht hatten sie ein bisschen zu viel getrunken. Möglicherweise hat er nur gesagt, dass er mir seine Blinddarmnarbe zeigen will. Mich zu verurteilen, zum Teufel nochmal. Chewie, du und Dolores, ihr wart doch nicht mehr zusammen. Ich wusste, wie schlecht du dich gefühlt hast, also bin ich zu ihr gegangen. Ich wollte dir nur klar machen, was du empfindest. Oh, das klingt für mich logisch. Du wolltest dir klar machen, was ich fühle. Oder hast du mal bei ihr nachgefühlt? Moment mal, so war das nicht. Es ist einfach passiert. Was erwartest du, Robin? Hä? Willst du meinen Segen? Soll ich vielleicht sagen, dann nimm sie dir doch nur zu. Sie ist ganz die deine. Ich will Dolores nicht. Ich will dich. Du bist der, den ich liebe. Diese Wendung hatte ich nicht erwartet. Komm, Blanche, komm. Warum? Schon, du fehlst mir, Mann.
Vermisst du nicht unsere Kneipentouren? Ich vergeb dir niemals, Mann. Ich kann nicht. Jetzt komm, wir kennen uns seit unserem 6. Lebensjahr. Weißt du nicht mehr damals in Miss Hernandez Klasse? Du warst mein bester Freund. Der Tag, an dem du zum ersten Mal in die Klasse kamst. Du hattest schon immer dieses umwerfende Lächeln. Weißt du das nicht mehr? Du hast meine Buntstifte geklaut. Was? Nur das habe ich behalten. Du hast meine Buntstifte geklaut. Erst meine Buntstifte und dann meine Frau. Alles, womit ich am liebsten gespielt habe. Das lerne ich wohl nie. Du bist ein Dieb. Du hast mir genug weggenommen. Oh nein, vielen Dank. Selbst er lebt damals in St. Olaf. Weswegen bist du denn so mies gelaunt? Die einzige Versicherung, die ich kriegen kann, versichert uns praktisch vor gar nichts. Und wir sind noch immer überbucht. Rose ist noch dabei, den Anwalt zu überreden, sein Zimmer mit einem Richter zu teilen. Ach was, Sie werden sich wie in einem Ferienlager vorkommen. Ich hatte so viel Spaß mit meiner Zeltkameradin und die habe ich vorher auch nicht gekannt. Wir spielten Rose verläuft sich im Wald. Oder die dumme Rose plumpst mitten in den See. Doch irgendwie habe ich mich gerettet und dann haben wir alle gesungen Kumbaya, na? Was sagen Sie dazu? Vergessen Sie es. Und wenn Sie umsonst wohnen? Ja, das könnte ich akzeptieren. Na gut, ich tue es. Schön. Mal sehen, Sie teilen Ihr Zimmer mit einem Mr. Angel, wenn das auch klar geht, mit ihm. Tut mir leid, Männer, aber hier ist nichts mehr frei. Wir haben reservieren lassen. Wir sind die Richter von Jacksonville. Ich habe mit einer Mieze gesprochen, die hieß Rose. Das hier ist Rose. Du musst sie irgendwie loswerden. Hohes Gericht! Guten Tag, hören Sie, ich habe mich geirrt und bei uns sind wirklich keine Zimmer mehr frei. Aber wenn Sie bleiben wollen, dann müssten Sie sich ein Zimmer mit Ihnen teilen und das wollen Sie doch nicht. Das wäre ein Riesenspaß. Das nehme ich nicht an, er ist Anwalt. Klasse. Ich hasse Anwälte. Ich brauche Ihren vollständigen Namen, Mr. Angel. Angel of Death. Angel Odess. Oh, irische Abstammung. Ein komischer Kuddelmuddel wie? Hören Sie, Sie möchten bestimmt nicht hier bleiben heute Nacht. Doch, das möchte ich. Oh. Aber wenn mir irgendwas passiert, gehört die Bude mir. Was meint ihr damit? Alle Mann bereit zum Licht ausmachen? Ja. Ich will nicht in der Mitte schlafen. Ich stehe nachts gern auf, weil ich Wasser trinken möchte. Aha, und dann stehst du gern später wieder auf, weil du es rauslassen musst. Leider stehst du dafür manchmal gar nicht auf. Oh, ich hoffe, der Anwalt und dieser Rockertyp kommen miteinander klar. Es ist eine Schande, wie die Gesellschaft von diesen Hooligans zu Kreuze kriegt. Diese Nichtsnutz und Faulenzer, die ehrbare Bürger anbetteln. Die meisten Rocker sind nicht besser. Ich finde, wir sollten uns keine Sorgen machen. Selbst wenn dieser Anwalt uns verklagen sollte, sind wir durch unsere Haftpflichtversicherung gedeckt. Ach, Kinder, ich muss was mit euch besprechen. Was ist passiert, Blanche? Wenn ich euch das nur auf andere Art beibringen könnte. Wir sind nicht mehr versichert. Was heißt, wir sind nicht mehr versichert? Tja, wisst ihr, unsere Versicherung hat den Vertrag gelöst und bis jetzt habe ich noch keine neue gefunden. Was bedeutet das, Blanche? Nun, falls dieser Anwalt uns verklagt oder Rubin uns verklagen sollte oder wir irgendwelche anderen Rechtsprobleme bekommen, wäre es möglich, dass wir alles verlieren. Seit wann ist das Arbeiten bloß so schwierig? Will, man kümmert sich nicht um jede Einzelheit. Hat die Wäscherei auch alle Betttücher geschickt? Sind die Gästeschlüssel abgegeben worden? War auch kein Gast mehr im Pool, bevor er zugedeckt wurde? Genau das ist es. Entschuldigt mich. Was sagst du? 47, 48, 49, 50. Jetzt umdrehen? Aber klar.
Eins, zwei, drei. Nicht zu schnell, Mark. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mach weiter, ich zähl die Bissen. Was machst du da? Ich hab gedacht, du willst fit werden. Nein, ich sagte, ich will eine Mastkur machen. Einem mageren Koch vertraut doch heute keiner mehr. Wovon redest du, Mann? Alle Köche sind Mastschweine. Prudhomme, Beard, wie ist noch dieser andere Typ? Ja, Ustinov. Jungs, euer Zelt ist fertig. Hör mal, Oliver, warum schläfst du nicht im Zelt? Tu so, als wärst du mitten im Wald und mach dir ein Lager vor. Ja. Ich bin ein Großstadtkind und hasse Wälder. Und außerdem gibt's da Ungeziefer. Oh, dann schlaf ich mit Sicherheit nicht im Wald. Einen Moment, du bist noch ein Kind. Wir sind zwei starke Männer, die müde sind. Geh jetzt ins Zelt. Ich schlaf im Zelt. Na dann, gute Nacht. Wie soll ich Rubin das verzeihen? Er hat schließlich mit Dolores geschlafen. Ich verstehe dich, Mann. Keine Frage, es war falsch und ist nicht entschuldbar. Aber diese Wut, die du in dir hast, die könnte dich noch umbringen. Ich erkenne dich kaum wieder, du bist nicht mehr so wie früher. Naja, Rubin war mein bester Freund. Ja. So etwas schmerzt. So nahe kann man einem anderen Mann nicht über Nacht kommen. Doch, das kann man, wenn man es versucht. Stimmt, so nah kannst du einem Mann über Nacht nicht kommen. Maya, Maya, someone singing, Lord, Kumbaya. Was ist das denn da unten? Meine Füße. Aber die sind ja eiskalt. Darum dachte ich, sie liegen am besten am heißesten Platz von Miami. Aber erst, wenn man mich vorher zum Essen eingeladen hat. Schließlich wage ich mich nicht auf jungfräulichen Boden. Ich hatte gerade wieder meinen Lieblingstraum von diesem furchtbaren Schneemenschen. Ich friere immer noch ein bisschen. Das sind Sophias Füße. Hallo. Nimm sie sofort wieder weg da. Ich wollte euch nicht wecken. Ich habe sowieso nicht geschlafen. Ich habe hier nur gelegen und nachgedacht. Also selbst in meinen wildesten Träumen hätte ich nicht gedacht, dass es einmal so schwierig werden würde, ein Hotel zu leiten. Ehrlich gesagt, in meinen wildesten Träumen trägt mich ein großer, kraftvoller Mann mit einem knappen Lendenschurz aus Leopardenfell durch den Dschungel. So schwer habe ich zuletzt als Kind gearbeitet auf den Mistfeldern bei meinem Vater in Sizilien. Was hat dein Vater denn angebaut? Mist. Was machst du da, Rose? Ich mache mir ein Zelt. Tun wir so, als wenn wir im Ferienlager wären. Dafür bin ich nicht in der Stimmung, Rose. Wie oft haben wir wohl noch in unserem Leben die Gelegenheit, in einem Zeltlager zu schlafen? Gut, einverstanden, Rose. Noch besser wäre es, wenn auf der anderen Seite des Sees Jungs campen würden. Dann könnten wir dahin paddeln. Keine Sorge, ich habe ein paar neue Gruselgeschichten für euch. Oh, wir sind viel zu alt für eine Gruselgeschichte. Auch wenn sie heißt, der schreckliche Tag, als Dorothy mit Rauchen aufhörte. Na, Anwalt, so schlimm war es doch wirklich nicht. Ich find's toll, ich bin ein Prozesshansel. Noch einen Krabbencocktail von dem Sieger. Ich hole. Habt ihr immer noch Streit? Ja, aber nicht mehr sehr lange. Es ist mein letzter Tag.
Wir werden dich vermissen. Du bist nett, außer dass du mit der Frau deines besten Freundes schläfst. Kumbaya, Lord, Kumbaya. Du willst also wieder weg? Klar, du sprichst ja nicht mit mir. Sieh mal, Chewie, ich bin nicht vollkommen. Und mir tut leid, was passiert ist. Vielleicht hilft das ja. Buntstifte? Für den Anfang, dachte ich. Also, ich hau ab. Das wär's. Robin, komm her. Hör zu, für dich mache ich das nicht, sondern für den Chewie von früher. Na komm. Du verzeihst es ihm? Oh, wenn zu meiner Zeit ein Mann seine Frau in den Armen eines anderen Mannes erwischt hat, Chewie, dann hat er es ihm niemals mehr verziehen. Nicht einmal etwas so Unschuldiges wie einen kleinen Silvesterkuss mit einem alten Freund der Familie, den ich schon seit Jahren kannte. Seht mich nicht so abschätzig an. Ich bin kein Flittchen, verstanden?